Hallo, meine Lieben. Ich habe mal wieder einen Quick-Tipp für euch. Und zwar bin ich gerade am Reinigen meines Wohnzimmerbeckens. Und ja, ich habe ein Problem mit Entengrütze. Das sind hier diese kleinen Dinger. Ich habe schon ganz viel rausgeholt und wollte euch jetzt mal einen kleinen Tipp geben. Und zwar braucht ihr dafür einfach einen sehr feinmaschigen Kescher, den man mal meistens hat, wenn man Kampffische hat. Und wenn ihr die Entengrütze rausbekommen wollt, nehmt einfach diesen Kescher und keschert sozusagen diese kleinen Dinger raus. Denn schon auf so ein großes Becken diese kleinen Entengrützenteile zu haben, ist schon die Gefahr sehr groß, dass sich da wieder ein Teppich bildet. Ich hatte nämlich das letzte Mal das Becken so gereinigt, dass da nur noch solche kleinen Zipfel waren, also kleinen Rester. Hab mir jetzt da nicht so viel bei gedacht. Ja, eine Woche später war wieder ein ganzer Teppich drauf, weil natürlich das Licht hier sehr nah an der Oberfläche ist. Und durch Licht wächst die Entengrütze nun mal super schnell. Und ja, vielleicht habt ihr euch auch immer gefragt, wie ihr das am besten rausbekommt, ohne euch. Meisten machen das ja so mit der hohlen Hand, ohne euch das alles an die Hände kleben zu müssen. Wie gesagt, ein sehr feiner Kescher. Meiner ist jetzt so fein, da würde nicht mal ein Minifisch durchkommen. Das ist so Damenstrumpf ähnlich. Ihr könnt auch einen Damenstrumpf nehmen und den dann so benutzen oder an euren Kescher dran machen. Und das werft ihr dann, dreht ihr dann einfach um und werft es im Eimer, spült den aus und dann geht's weiter, bis ihr alles weg habt. Also wenn ihr Entengrütze Herr werden wollt, müsst ihr sogar auch sowas wegmachen, was dann irgendwo oben drauf liegt. Denn das vermehrt sich leider richtig stark. Ich hoffe, ich konnte euch wieder mal helfen. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr Entengrütze oder diese Schwimmpflanzen am besten rausbekommt. Ich bin gespannt auf eure Methoden.